Hey ho, Ladies und Gentlemen, was geht? Ich bin's wieder, Raff, wie heute am Start, zurück in Kingdom Hearts 2. Eure letzte Folge war so richtig krass, Mann. Wenn ihr die verpasst habt, schaut da definitiv nochmal rein, Mann. Da haben wir 1000 Herzlose gekillt. Weiter. Und es ist sau viel passiert von der Story her und Malefiz hat uns geholfen und einfach nur krass. So, wir haben in der letzten Folge ein Eis und ein Foto bekommen, was wahrscheinlich darauf hinweist, dass wir zurück zu Twilight Town müssen. Schätze ich mal. Also, schauen wir einfach mal nach Twilight Town. Wenn eine Cutscene kommt, dann weiß ich, dass wir richtig sind. Kommt aber nicht. Vielleicht reden wir einfach mal mit denen. So, Donald Goofy, ist das schön, euch wiederzusehen. Die Atemschmiede hat endlich geöffnet. Ihr könnt Hilfe für euch sein, seht es euch an. Okay? Ihr seid zurückgekommen, ich bin so froh, euch wiederzusehen. Es sind wieder Jobs ausgeschrieben, wenn ihr wollt, findet ihr bestimmt etwas. Ja, sicher, Jobs. Pff, als Held. Hallo, na, wie läuft eure Reise? Hier ist eigentlich alles so wie immer. Der Veranstalter des Jungle-Turniers hat etwas im Petto. Seht euch das mal an. Okay. Hört sich doch recht gut an. Vielleicht gibt es hier doch einiges zu machen. Ja, Jobs. Pff, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht wirklich. Wo geht's hier hin? Ich kann noch nicht hier, sind bei der Vorbereitung. Okay. Schauen wir mal hier hin. Aber so eine Itemschmiede wäre echt mal wieder nice. Vielleicht können wir ein paar neue Sachen machen. Hier oben geht's zum Bahnhof. Da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Nehmen wir mal das Skateboard hier, da sind wir ein bisschen schneller. Ist das die hier, die... Item? Schwanz-Itemladen. Okay, nein, hier wollen wir nicht wirklich was. Wo geht's hier hin? Zum Nierplatz. Schauen wir mal hier hin. Ja, mit dem will ich aber noch nicht sprechen, weil ich schätze mal, da geht's weiter. Schauen wir mal vielleicht noch mal kurz zur Promenade, wo denn dieser Itemshop ist. Oder der Synthetisierladen, keine Ahnung. Ich kenne mich ja gar nicht mehr aus, wo was war. Da sind schon mal Läden jedenfalls. Kann man sich ja mal anschauen. Kaufen. Was gibt's hier? Aquamarinring. Das haben wir ja schon. Wo war er? Weiß ich jetzt, wo der sind? Ah, da ist er ja. Itemherstellung. Wir haben eine Menge neue Sachen bekommen, glaube ich. Mal schauen, was wir jetzt noch so machen können. Sammelziele haben auch was Neues gemacht, oder? Im Laden verkaufen. Finde und mehr Dunkelsplitter. Im Laden verkaufen? Was? Keine Ahnung. Kreationen. Ah, Soldatenohrring. Ja, können wir noch nicht machen. Mugri übernehmen sie. Können wir hier irgendwas machen? Nein, natürlich auch nicht. Formelanalyse vielleicht? Auch nicht. Oh Mann, irgendein Zeug fehlt uns immer. Voll behindert. Aber hier können wir was Neues kaufen angeblich. Fenstersplitter. Wollen wir das mal kaufen? Nicht so viele. Machen wir mal... Ja, drei. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwas Item herstellen können. Aber ich schätze mal nicht. Nee. Finsterkristall. Finstersplitter. Haben wir gerade Finsterkristall oder Finstersplitter gekauft? Finstersplitter, ja, davon hatten wir eh noch genug. 33 oder so. Na gut, aber dann gehen wir zurück zum Nierplatz. Schauen mal, was der Veranstalter so zu sagen hat. Oder was verkauft der so? Argus-Kette. Ja gut, die haben wir eh schon. Alles klar. Dann auf. Nicht, da bin ich falsch. Hier müssen wir lang. Oder müssen wir zum Herrenhaus? Ne, ich glaube nicht. So, nehmen wir Skateboard noch für die letzten paar Meter. Weil wir es können. Oder wir müssen zum Herrenhaus, wie gesagt. Kann auch sein. Aber, mal schauen. Was hat er so zu sagen? Das Säugelturnier ist wieder eröffnet. Du kannst dich bei dem Turniertafel dort anmelden. Es gelten dieselben Regeln. Für deine Erfahrung, um gegen Zweifel anzutreten. Ist mir scheißegal. Auf geht's. Gegen Heine antreten. Auf geht's. Struggle-Turnier. Bin ich immer für... Oh, scheiße, wir haben ja mehr Abilities bekommen. Ich zeig's dir erstmal. So schaut's aus. Oida, hier haben wir auch die. Oida. Oida. Bababam. Ah, nice. Haben wir nicht mit 200 Kugeln gewonnen? Doch. Nice. Alter, wie wir die weggeownt haben. Benton. So easy, Mann.
Wir haben ein paar neue Build-Items auch. Foto, Schutzengel. Die Abwehrkraft um den Wert. Ah. Gleich mal auf Sora benutzen. Haben wir eigentlich noch irgendwas Cooles? Nee, sonst haben wir nichts, was dauerhaft irgendwas erhöht. Okay, schauen wir mal kurz in unsere Abilities rein. Deckungsbrecher. Löst einen mächtigen Combo-Abschlussabgriff, der die Deck durch. Oh, okay, das hört sich natürlich gut an. Was haben wir noch? Schadensbegrenzung. Bei erlittenen Schaden fühlt sich die Dreiflast, die Leiste fühlt sich proportional zum erlittenen Schaden. Das ist natürlich auch geil. Dann würde ich sagen, wir benutzen mal unser ganzes Abilitamin. Unter Items. Mal wieder auf Sora. Truhe da. Hier sind wir richtig. So. Genau. Dann können wir. Ah ja, genau, wir können ja eigentlich den Abschlusskombo, die Schlitzerrolle wegtun, gell? Dann können wir nicht das auch noch ausrüsten hier. Perfekt. Jetzt haben wir noch einen übrig, aber YOLO. So können wir es gegen den antreten. Du kannst dich beim Skelett nicht sein, was dir fehlt. Hä? Kann ich jetzt nicht hier? Müssen wir uns hier anmelden? Kampfergebnisse. Heiner, Sieger, 0, nie. Herz. Okay, müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen, oder was? Dann treten wir nochmal gegen Heiner an. Komm, zack, 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 zack. Oida. Oida. Müssen wir das möglichst schnell schaffen, oder was? Wie ist das? Eine Kugel noch? Nice. Aber jetzt schneller. Bringt uns das irgendwas, wenn wir das jetzt so machen? Nein, nicht jetzt. Warum ein neuer Versuch? Warum nicht? Oida, so viele Kugeln, Mann. Richtig krank. So. Alter, 49 Sekunden. Schneller geht's eigentlich gar nicht. Beenden. Zählt es jetzt als 2 oder als 3? 3, okay. Haben wir noch immer zu wenig Erfahrung? Hier fehlt es noch an Erfahrung. Warum? Sprechen. Augenblick Vernichtung. Ja, blablablub. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Wahrscheinlich die nächste Chance. Ja, ja. Oh, Straßenkarte beim Stern. Gegen irgendwie dich für dich. Nee, warum kommst du nicht 10 nach? Was ist das dann? Ich weiß nicht, okay, mit dem haben wir schon geredet. Toll, was soll ich jetzt machen? Es ist nicht der Struggle-Turnier-Veranstalter. Eigentlich schon. Dann schauen wir halt nochmal zum Waisenhaus. Und ein Herrenhaus, nicht Waisenhaus. Das ist schon der Turnierveranstalter, oder? Der Fette, ich glaube schon. Angeblich haben wir noch zu wenig Erfahrung. Vielleicht so müssen wir an einem bestimmten Level sein. Aber naja. So, was hast du sozusagen? Sag ich, wär's echt Schlag. Ich wollte klingen wie Rai und so. Ja, das haben sie. Hätte ich sagen, noch immer das gleiche wie das letzte Mal, wo wir hier waren. Vielleicht sind wir hier auch falsch. Vielleicht müssen wir einfach zurück zu Hollow Bastion. Kann natürlich auch sein. Mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Aber ich glaube eigentlich auch nicht. Hollow Bastion war das einzige, wo es noch so Schlüssellöcher gab, die wir ausfüllen müssen. Kann ich die einfach reinstürmen? Oh Mann. Kann ich eigentlich hier wegen zurück zur Karte teleportieren? Nee. Wo finde ich denn den Turnierveranstalter? Was soll ich denn überhaupt machen? Man weiß es nicht. Das finde ich immer behindert, wenn man halt gar keine Ahnung hat, wo man hin muss. Das Spiel gibt ihm keinerlei Vorschläge. Nur, ja, es ist ein Hinweis, dass irgendwas sein könnte. Schauen wir vielleicht nochmal zum. Ja, gut, aber es bringt uns auch nichts. Wenn wir hoch zum Bahnhof schauen. Glaube ich. Können sie ja mal probieren. Hier steht eigentlich auch. Oder warte, was ist das hier? Kommt die hier rein?
Da kann ich nicht hinein, sie sind bei der Vorbereitung. Okay. Dann schauen wir nochmal hier hoch. Vielleicht ist ja hier der Struggle-Turnier-Veranstalter. Jobs will ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich suchen. Was gibt's denn hier eigentlich? Ah. Aber das haben wir eh schon das Beste. Das kann aber nicht sein, dass wir jetzt Jobs machen müssen, oder? Ganz ehrlich. Schon ein bisschen behindert. Hier ist eine 5. Okay. Schauen wir nochmal zurück nach Hollow Bastion. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Es war ein Hinweis, aber... Was bringt uns das? Nix. Toller Hinweis. Eieiei. Okay, dann... Zurück zur Weltkarte. Oder was sagen die? Hallo, wie läuft's denn das eigentlich? Er hat etwas im Petto, seht euch das mal an. Ja, da war ich doch schon. Meine Güte, ey. Weltenkarte bitte, ja. Banane. Wenn ich die Welt auswähle, stand da auch, glaube ich, irgendwas. Nächste Aufgabe, auf zur nächsten Welt. Okay. Steht hier. Nächste Aufgabe. Okay. Schloss Disney vielleicht? Nächste Aufgabe. Vor allem, da steht auf zur nächsten Welt. Versteht. Warte, können wir die Pfade hier nochmal freischalten? Nee, wir können hier gar nichts machen. Da ein neues Dings freigeschalten? Warte mal. Hier ist auch noch ein Schlüsselloch frei. Müssen wir vielleicht dieses nächstes machen? Ist hier auch ein neues Schlüsselloch? Da ist auch ein neues Schlüsselloch. Empfohlenes Level 35. Was für ein Level sind wir? 34. Ah, okay. Das heißt, die Welten haben jetzt alle neue Episoden, oder was? Also hier steht 35, hier steht 36 und hier steht 37 und hier steht 34. Aber ich glaube, da haben wir alles gemacht, oder? Steht hier irgendwas mit nächster Aufgabe? Nee, okay. Dann machen wir halt, landen wir halt nochmal hier. Aber ich glaube, das haben wir doch schon alles gemacht, egal. Auf geht's. Ah, perfekt. Da sind wir wieder. Wie es allen wohl so geht. Das finde ich auch cool, dass man so zweimal in eine Welt kommt und so. Oh mein Gott. Warte! Sora! Mulan, wir können jetzt nicht reden. Wir müssen diesen Kerl schnappen. Ich bin auch hinter ihm her. Warte, adios. Alles klar. Gefährtin hinzugefügt und so, ne? Oder nehmen wir mal Donald mit für die weisen Form, für die bessere. Nee. Ich finde Goofy besser. So, okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal ein paar neue Welten wieder machen. Also nochmal neu, nicht neu, aber halt neue. Neue Missionen, neue Kapitel, Episoden und so. Wie gesagt, finde ich auch recht nice gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so lang ist. Ich dachte, wir haben es gleich. Okay. Müssen wir jetzt nochmal den Typen besiegen, oder was? Den Bösewicht. Oh, Niemande. Das müssen wir wahrscheinlich nur gegen Niemande kämpfen. Hey, Euda Mulan regelt man mit... Wer ist der voll... Oh, ja. Wie viel Leben haben denn die? Das ist für ein krasser Scheiß. Ah, oh, 250 XP ist natürlich auch nice. Zack, 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 zack. Oh, eigentlich wollten wir doch mit Cloud reden.
weil wir ja Sephiroth gefunden haben. Naja. Nochmal 250 XP. Die geben wenigstens schon XP. Finde ich gut. Weiter geht's. Wir sollten eigentlich mal Rufen benutzen. Im nächsten Kampf bin ich dafür. Größeren Kampf. Hier war doch die Lawine, oder? Er ist offenbar entkommen. Wie kommt es, dass du hinter jemandem von der Organisation 13 her bist? Organisation 13? Der Typ in Schwarz. Einer von den Büchern! Wusste ich's doch. In der kaiserlichen Stadt kursiert ein Gerücht über einen Spion in Schwarz, der in den Bergen haust. Ich war ihm hier oben auf den Fersen, aber dann traf ich auf euch und er entkam. Entschuldigung. Kein Problem, aber ich frag mich, wo er hin ist. Vielleicht haust er ja in den Bergen. Oh, nein! Oh, nicht schon wieder, Alter. Genau meine Worte. Aber auf geht's. Ein paar Viecher ohne Mann. Schön XP. Okay, schön der Reihe nach. Jetzt müssen wir nicht ernsthaft allein gegen ihn kämpfen. Hey du, hör auf hier rumzuschleichen. Haben wir jetzt unsere beiden Gefährten oder sind wir wieder alleine? Wir sehen die mysteriösen Unbekannten. Alter, ist das... Das Schwert kenne ich doch von Rico, oder? Krank. Warum haben wir jetzt... den... Ah, jetzt wechselt er immer ab zwischen den beiden Kombi, oder was? Alter, das ist doch Ricos Schwert, Mann. Kann nicht sein. Au, Schwertstuhl! Bam! Nice. Bam. Ah, nice, wir schon wieder alles weggeholt. Vielleicht nochmal den Typen anvisieren da so. Oh, hey. Okay, machen wir die kaputt. Ich weiß gar nicht, wie viel die geben. Bam, bam, bam. Komm, schade. Schwer Strudel. Mich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das Rico ist. Vor allem, weil er sein Gesicht nicht zeigt. Oh, hey. Warum tust du mir weh, Mann? Finde ich schon ein bisschen unsozial von dir, wenn ich das mal so sagen darf. Vor allem, weil der immer die anderen Viecher anvisiert, aber die geben 34 XP. Ich weiß, ich bin ein bisschen viel auf XP aus und so, aber... Ich hoffe mal, das stört euch nicht, weil XP ist immer gut. Und Schwertstrudel. Bam, bam, bam. Nice. So, jetzt können wir wieder den ein bisschen angreifen. Und dann die... Alter, das macht nicht so viel Schaden, das mit dem Durchbrechen. Oh, Schwertstrudel. So, wir heilen uns mal zwischendrin. So geil. Oh Mann, ich kann irgendwie nie Limit machen. Zack, 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 zack. Au, hey, hey. Zack, 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 zack. Noch 140 bis zum nächsten Level. 1400 meine ich. 140, 100? Nein, 14, 1400. So geil ist es. Zack. Das Geile ist, jetzt fällt durch unsere Drive-Leiste noch viel schneller, weißt du, und dann können wir die nie benutzen, weil wir immer alleine kämpfen, wo auch immer die anderen jetzt hin sind. Richtig hässlich eigentlich. Eigentlich können wir hier unendlich farmen, oder? Hey. Hey. Rein theoretisch können wir, glaube ich, hier unendlich farmen. Komm, den kriegen wir ja. Oh Mann. Warum hört er jetzt auf? Oh Mann. Dieser Kerl. Nein. Warum sollte er? Hätten wir den besiegen können? Das ist die Frage. Alles in Ordnung, Schuhe. Hast du ihn erwischt? Hm? Nein, er ist weg. Er ist dir entwischt! Nun ja, und jetzt?
Hier sind überall Herzlose. Die müssen wir vertreiben. Noch mehr Herzlose. Was war das? Los, wir müssen von diesem Berg runter. Na gut. Alles klar. Alter. Das ist schon wieder ein krasses Viech. Warum kommt hier mal ein Kampf nach dem anderen und hat man nie Zeit irgendwie zu speichern oder pausieren? Achso, er fliegt auf die Stadt zu, ja dann. Es fliegt auf die Stadt zu. Hab ich doch gerade gesagt. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, stare down oder was? Und warum würde Riku sowas machen? Man weiß es nicht, wenn es Riku überhaupt ist. Aber wir speichern erstmal hier und dann würde ich sagen, finden wir das in der nächsten Folge von Kingdom Hearts 2 raus. Schön, dass ihr wieder alle zugeschaut habt, bis hierher jedenfalls. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Also, bis dann, haut da rein und das Outro ist natürlich auch da.